Faktor 1, Waraporn Boonsing, thailändische Frauennationalmannschaft und ihr Beitrag für mehr Geschlechtergerechtigkeit bei der Kaktor-Abstimmung. Im Frauen-WM-Gruppenspiel gegen Chile spielt Thailands Torhüterin Tiki Taka mit dem Torpfosten per Hacke, no look, rein ins Glück. Tor 2, Stefan Feder, TV Förde. In einem Relegationsspiel um den Aufstieg zur Bezirksliga darf in der 5. Minute der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 ja vieles passieren. Das hier ist aber schon selten Kacke. Alleine, was willst du machen, wenn beim Verteidiger der Schienbeinschoner schief sitzt und der Torwart die Kontaktlinsen vergessen hat? Tor 3, Wendy Renard, französische Frauenfußballnationalmannschaft. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Geschlechtergerechtigkeit. Renard macht den Hashtag Kaktor Gender Justice zum Trending Topic. Frankreichs Verteidigerin, die als Kind von einer Stürmerkarriere träumte, geht für die gute Sache in die Offensive. Tor 4, Mbappé, Musonda, Männernationalmannschaft Sambias. Beim Testspiel im marokkanischen Marrakesch überkommt den Angreifer schon in der ersten Spielminute eine solche Langeweile, dass er die Flipper-App rausholt. Skillshot, Tor geöffnet, Schloss erobert. Das schreit doch förmlich nach einem Extraball, oder? Tor 5, Kyle Walker, englische Männernationalmannschaft. Ja, das hier ist ein Eigentor und es wird mit jedem Mal gucken schöner. Danke auch an Walkers kongenialen Partner John Stones, der sich im Dom Alfonso Henrique Stadion in Portugal wohl immer noch um die eigene Achse dreht. Wer hat eigentlich behauptet, die Nations League habe keinen Sinn?